Willkommen zu einem neuen Beitrag und damit willkommen zur ersten Ausgabe der Mr. Records Meldungen für das Jahr 2021. Mr. Records Meldungen, das ist das Format, in dem ich mich so den kleinen Meldungen der Online-Seiten von Zeitungen, von Blogs, Websites und Foren widme, die das Thema Mythen und Mystery betreffen. Oder alles, was diese Themen so ein bisschen berührt. Also fangen wir an. Der Mann auf dem Bild, das ist Avi Loeb, Professor für theoretische Physik und Kosmologie. Und er ist Vorsitzender des Fachbereichs Astronomie in Harvard. Und über den habe ich ja hier schon so einige Male berichtet. Denn Avi Loeb, das ist, ich sag mal, der Kopf derjenigen Wissenschaftler, die sagen, Oumuamua, der Besucher aus dem interstellaren Raum, der 2017 hier vorbeirauschte, das war kein Asteroid, das war ein Raumschiff. Die Anzahl dieser Wissenschaftler, die ist allerdings recht überschaubar. Avi Loeb hat nun ein Buch herausgebracht und in diesem Buch, da versucht er seine Theorie durch seine Forschungen und die Ergebnisse dazu zu belegen. Und laut seiner Theorie gibt es so einige Hinweise darauf, dass Oumuamua ein durch eine Intelligenz gesteuertes Objekt war. Das hat, bevor das Buch überhaupt erschienen ist, zu reichlich Gegenstimmen aus der Wissenschaft geführt. Von der Seite her, die der Meinung sind, dass Oumuamua einfach nur ein Asteroid war. Ich bin sehr gespannt darauf, was dieser Professor an Belegen in diesem Buch aufführen wird, um seine Theorie zu beweisen. Die Wissenschaftsgemeinde, die sich gegen seine Theorie stellt, die ließ ja jedenfalls Folgendes wissen. Höhlenmenschen würden beim Anblick eines Handys auch nur einen leuchtenden Stein sehen. Ich bin mir sicher, damit hat sich der Professor jede Menge Freunde gemacht. Ja, kommen wir mal zu den Wetternachrichten. Im ganzen Land ist Vorsicht geboten vor Monolithen bzw. stählen Niederschlägen. Die neuesten Tiefdruckgebiete mit dieser Erscheinung, das sind Salisbury in Südwestengland und Houston in den USA. Und zumindest der in Salisbury, das ist ein echter Monolith, denn der scheint, so wie ich lesen konnte, komplett aus einem Stück Stein zu sein. Aber wie gesagt, auch bei uns ist die Gefahr nicht gebannt. Man weiß nie, wo so ein Ding als nächstes steht oder herunterfällt. Wenn ich mal ehrlich bin, das mit diesen Stählen, das war ja ein- oder zweimal ganz witzig, aber naja, so mit der Zeit, jetzt ist genug. Liebe Mythengemeinde, vielleicht kennt ihr das ja auch. So eine typische Silvesternacht, also die von diesem bzw. vom letzten auf dieses Jahr, die klammern wir da einmal aus. Viele machen das ja so, die feiern ein bisschen, dann gibt's um 12 Feuerwerk und dann schaut man den Vögeln zu, die tot vom Himmel fallen. Alles ganz normal also, naja, vielleicht bis auf das mit den Vögeln. Aber bedauerlicherweise ist es nun wieder einmal zu so einem Ereignis gekommen und das eben in der vergangenen Silvesternacht bzw. dann in der Neujahrsnacht. Denn kurz nach Mitternacht, da fanden sich auf einigen Straßen in Rom dann plötzlich hunderte von toter Vögel. Ein Motorradfahrer, der machte in der Via Cavour ein paar Aufnahmen davon. Die Vögel, die lagen kreuz und quer über die Straße verteilt. Augenzeugen berichteten, dass diese Vögel kurz nach dem dort stattfindenden Feuerwerk gegen Fensterscheiben, Autos und die Oberleitung der Straßenbahn geflogen seien und dann tot zu Boden fielen. Der Fahrer der Straßenbahn, der machte da auch noch ein paar Aufnahmen mit seinem Handy. Man geht nun davon aus, dass sich dieser Schwarm Vögel, der da offensichtlich zu Tode gekommen ist, vor dem Feuerwerk erschrocken hat und dass die Vögel dann in wilder Panik in alle Richtungen davonflogen und die Vögel nicht mehr wussten, wo sie waren und dann gegen alles flogen, was ihnen im Weg stand. Naja, wenn es denn mal so war. Wir bleiben aber mal bei dem Thema Tiere, denn in Queens, da passiert derzeit etwas sehr Merkwürdiges. Eichhörnchen greifen dort Menschen an. Das klingt vielleicht jetzt erstmal ganz witzig, ist es aber gar nicht. Denn die Bewohner, die tragen da zahlreiche Verletzungen davon und die sind teils so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Und teilweise versuchen diese Eichhörnchen sogar in Häuser einzudringen, um dort auf die Menschen loszugehen. Zoologen können sich dieses Verhalten der Eichhörnchen kaum erklären. Es ist keine Brutzeit, es herrscht kein Futtermangel, alles scheint soweit in Ordnung zu sein. In Foren werden schon Witze über einen kommenden Planeten der Eichhörnchen gemacht. Einige sehen das eher so als Anfang dessen, dass die Tierwelt sich gegen uns wehren würde.
Für die Anwohner ist das Ganze weniger lustig, ihr habt's gesehen. Teilweise mussten die Wunden ja genäht werden und es erfolgen immer wieder neue Angriffe. Man weiß nicht so recht, wie man die Lage jetzt klären soll. Man möchte die Tiere ja auch nicht jetzt unbedingt erschießen oder vergiften. Die Beschreibungen der Anwohner sind aber sehr unterschiedlich. Mal reden sie von einem Eichhörnchen, das da so ein bisschen die Kontenance verloren hat. Und mal sind es dann ganze Rudel. Auf jeden Fall, für die Anwohner dort ist das Ganze mal nicht besonders witzig. Am 21. Dezember 2020, da hat ein junger Mann in der Facebook-Gruppe Australian Paranormal ein Bild gepostet. Er berichtete darüber, dass sein Vater vor einiger Zeit gestorben sei und man hätte das Haus, in dem sein Vater mit seiner Mutter lebte, verkaufen wollen. Dazu hätte seine Mutter einen Makler engagiert, der sich um den Verkauf gekümmert hat. Und irgendwann kamen dann Bilder an. Die hatte der Makler gemacht und die Bilder zeigten das Haus der Familie und davor stand das Schild verkauft. Die Mutter, die leitete diese Bilder dann an Taylor, ihren Sohn, weiter. Doch als er diese Bilder betrachtete, da glaubte er, etwas zu sehen. Am Fenster der Küche des Hauses, da glaubt er, seinen verstorbenen Vater zu sehen. Zumindest die schemenhafte Erscheinung. Taylor meint dort, seinen Vater zu erkennen und ist überzeugt davon, dass es sich um seinen Geist handeln könnte. Er hält dies für möglich, weil sein Vater mit diesem Haus sehr verbunden war, denn er hat es eigenhändig gebaut und 25 Jahre darin gelebt. In der Vergrößerung wird das Ganze natürlich zu einer Pixelparade. Das sind jetzt weniger mit der schlechten Kamera als mit der schlechten Bildauflösung aus dem Internet zusammen. Es gab unter diesem Post dann natürlich die unterschiedlichsten Meinungen. Einige stimmten ihm zu und waren ebenfalls davon überzeugt, dass dies der Geist seines Vaters sein könnte. Das Ganze sähe ja auch relativ menschlich aus, was man da sehen könnte. Einige hielten das Ganze dann eher für Pareidolie und einige für Fake. Am 4.1.2021, da hat der Sender ABC 7 aus Hawaii einen Bericht über eine merkwürdige Erscheinung gebracht. Viele Menschen dort konnten beobachten, wie aus dem Himmel ein blaues Licht auftauchte, immer weiter hinuntersank und dann irgendwann im Meer verschwand. Es gibt dazu verschiedene Videoaufnahmen. Ich werde euch das Video in der Videobeschreibung verlinken, da es da ein Copyright gibt. Diese Videoaufnahmen, die sind jetzt nicht so der Knaller, aber nachts im Dunkeln, voll eingezoomt, da macht auch euer Handy keine 4K-Aufnahmen mehr. Auf jeden Fall war das Ganze so auffällig und wurde von so vielen Menschen beobachtet, dass der TV-Sender da einen Bericht drüber machte, denn viele dieser Menschen, die hatten die Polizei informiert oder den Rettungsdienst, weil sie glaubten, da wäre gerade ein Flugzeug ins Meer gestürzt. Das waren dann wiederum so viele Anrufe, dass die Luftraumüberwachung einen Post auf ihrer Website veröffentlichte. Und der besagte, dass vom Radar kein Flugzeug verschwunden sei, es aber auch keinen Bericht über ein Flugzeug gäbe, das vermisst würde. Von daher sei es kein Flugzeug gewesen. In dem Video, da reden die Leute, die diese Aufnahmen gemacht haben, noch so ein bisschen was zu dieser Sache, die sie da gerade filmen. Ihr könnt euch das ansehen. In der Videobeschreibung findet ihr den Link. Kennt irgendjemand von euch dieses Bild? Ich glaube, wenn wir heute dieses Bild betrachten, da wissen wir wohl sehr genau, dass diese Feen, die darauf zu sehen sind, nicht echt sind. Man sieht ja da sehr genau, dass das aus Papier geschnittene Figürchen sind, die dann irgendwie ausgemalt wurden. Dieses Bild gehört zu einer kleinen Reihe von Fotografien, die zwei 16-jährige Mädchen im Jahre 1917 angefertigt hatten. Ihre Namen waren Frances Griffiths und Elsie Wright. Die beiden Mädchen waren Cousinen und die wohnten im nordenglischen Dorf Cottingley. Und dort in der Nähe gab es einen kleinen Wasserfall. Und da verbrachten die beiden sehr viel Zeit im Hochsommer des Jahres 1917. Die Eltern der Mädchen und die Verwandten, die bemerkten dies natürlich und sie fragten die Mädchen, was sie den ganzen Tag dort machen würden. Und die antworteten, mit Feen spielen. Natürlich glaubte dies niemand und irgendwann einmal griff sich Elsie die Kamera ihres Vaters und zusammen mit ihrer Cousine marschierte sie zu diesem Wasserfall. Und als sie zurückkamen, da hatten sie angeblich Fotos von diesen Feen gemacht und heraus kam da unter anderem dieses Bild. Und nun kann man einmal sehen, wie sich über die Jahrzehnte hinweg so dieses Bewusstsein der Menschen für das, was sie sehen und was real ist und was nicht, dann doch verändert hat.
wie ich eingangs ja schon erwähnte, in der heutigen Zeit, da würde wahrscheinlich jeder einen Facepalm machen, wenn irgendjemand dieses Bild als Beweis für die Existenz von Feen verkaufen wollte. Die meisten Menschen damals, die waren völlig verblüfft, dass es den beiden gelungen war, Feen zu fotografieren. Die nahmen das für voll. Es gab eben noch nicht so viele Fotos und Fakes und damals, was auf einem Foto war, das war eben echt. Einer der bekanntesten Vertreter dafür, dass diese Aufnahmen echt seien, das war Sir Arthur Conan Doyle. Das ist der Erfinder von Sherlock Holmes. Und jetzt haltet euch fest, erst 1978, da konnte man den Nachweis bringen, dass diese Fotos gefälscht sind und dass es sich dabei um Papierschnipsereien handelt. Naja, die beiden Mädchen, die waren dann irgendwann einmal betagte Damen und die haben dann zugegeben, dass das Ganze natürlich eine Fälschung war, aber dass sie gar nicht vorhatten, dass das derartige Ausmaße annehmen würde. Sie wollten damals einfach nur so einen Spaß mit ihren Verwandten machen, die aber dann diese Fotos weitergaben und völlig überrascht waren, was sie darauf sahen, und so hat das Ganze dann eine Eigendynamik entwickelt. Diese Fotos dieser Mädchen, die werden jetzt ausgestellt, und zwar im Museum of the Weird. Da kann man dann neben gefangenen Meerjungfrauen und Schrumpfköpfen eben dann diese Fotos betrachten. Und natürlich sind alle in diesem Museum zu sehenden Dinge 100% echt. Hüstel, Hüstel. Also, die nehmen sich auch selber nicht so ganz ernst. Ich habe das jetzt mal hier vorgestellt, das Ganze, weil ich es interessant fand, wie sich so die Haltung gegenüber solcher Fotografien und dieses kritische Denken dann doch weiterentwickelt hat. Sage ich jetzt mal so. Wir schauen uns jetzt eine Aufnahme an, die in Colorado gemacht wurde, und ihr könnt euch ja schon einmal überlegen, was wir da so sehen. Und schon irgendwelche Ideen? Wenn ja, dann schreibt sie mal in die Kommentare. Ansonsten muss ich mal wieder in den Keller, die schwere Stahltür aufschließen und den Quipo hervorzerren. Also bei einem bin ich mir sicher, das sind keine aus Papier ausgeschnittenen Feen. Naja, ich bin mal gespannt, was ihr da so an Einfällen habt, was es sein kann. Ja, und damit bin ich dann schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe der Mystery Kurzmeldungen. Ja, wie ihr ja alle mitbekommen haben dürftet, da gibt es eine Verlängerung des Lockdowns und eine Verschärfung. Und da habe ich jetzt heute ein paar Mails bekommen, die dann gefragt haben, ob ich jetzt wieder jeden Tag Videos mache. Ich denke mal nicht, es wird so bei den 2 bis 3 Videos die Woche bleiben. Vielleicht schiebe ich mal eins dazwischen, aber jeden Tag ein Video, diese 4 Wochen, die waren sehr anstrengend für mich. Und ich denke, jeder von euch versteht, wenn ich da jetzt nicht mehr ganz so aktiv bin. Einmal ganz davon abgesehen, dass mir leider im Moment ohnehin die Zeit dazu fehlt, aber wie gesagt, vielleicht bekomme ich es hin und kann das ein oder andere Video zusätzlich veröffentlichen. Aber versprechen tue ich das nicht. Wenn euch dieses Video hier als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich, und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.